Hallo Leute und ein fröhliches 2012-1-4 euch allen hier zurück bei Let's Play The Next Big Thing. Als wir unsere gute Heldin, die verrückte Liz hier rechts, das letzte Mal verlassen haben, setzte auf einmal ein Pianostück ein, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Auf jeden Fall, wir waren auf der Suche nach einem Weg in das Büro von dem, wie hieß er denn? Fitzgerald oder so? Kann man ja hier unter Aufgaben ganz leicht nachgucken. Fitzrandolphs Büro wollen wir nämlich betreten. Gut. Und wir waren da nicht so ganz weitergekommen, weil der Roboter uns nicht als die Sekretärin erkannt hat. Ich habe jetzt offscreen so ein bisschen gesucht und geguckt, was wir vielleicht übersehen haben. Habe dabei übrigens gemerkt, dass diese Hotspot-Anzeige hier, dass die nicht kostenlos ist, sondern dass wir da, das zeige ich mal kurz unter den Optionen, so, hier rechts, wir haben hier einen Balken, der langsam kleiner wird, je häufiger wir die Hotspots benutzen. Das heißt, ich werde mich wirklich hüten, die nochmal einzusetzen, außer wir kommen wirklich nicht weiter. Und dann habe ich auch etwas gefunden, was wir bisher übersehen hatten. Das steht nämlich hier auf diesem Bildschirm. Der eine oder andere von euch hat es sicher schon entdeckt. Und zwar ist hier der Flachmann von Dan. Der gehört Dan. Den wir uns jetzt einfach mal aneignen. Zack. Der ist halb voll. Schön. Ich habe nämlich auch schon eine Idee. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich weiß, ich habe das letzte Mal relativ wenig gesprochen. Das haben Adventures so an sich. Die Charaktere sprechen halt selber viel. Und wenn wir dann in so einer Phase sind, wo wir uns alles angucken und uns dann mit irgendwelchen Leuten unterhalten, habe ich nicht so viel zu sagen, weil die Charaktere viel selber sprechen. Aber jetzt in solchen Momenten, wo wir nach irgendwas suchen oder überlegen, wie können wir das Rätsel lösen oder so, da rede ich dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Also, ich habe nicht plötzlich meine Stimme verloren, obwohl ich finde, ich habe schon einiges gesagt. Sondern das liegt halt einfach an der Art des Spiels. So, und jetzt habe ich nämlich die Idee gehabt, mit dem Flachmann, mit dem Alkohol, das knallen wir jetzt hier in die Dose mit dem Motorenöl rein. Prima Idee! Kürbispunsch in einer Motoröldose. Wer könnte Lust darauf haben? Ich habe eine ganz gute Idee, wer da Lust drauf haben könnte. Nämlich unser guter Freund Jimmy Love hier unten. Kürbispunsch, Jimmy? Oh, ich würde ja gerne. Aber Mr. Fitzrandolph wirft mich raus, wenn er es mitbekommt. Ich trinke nur Öl. Sonst droste ich. Der ist im Ballsaal. Er wird dich nicht sehen. Nein, ich traue mich nicht. Er kann jeden Moment auftauchen. Wie ein Sommergewitter. Schon gut, ich kriege dich noch um. Aber deinen Punsch bekommst du. Jimmy, mein Hübscher, ich habe dir Öl mitgebracht. Ein Schlückchen? Positiv. Na, das klappt ja besser als erwartet. Plötzlich ist alles irgendwie neblig. Das Wetter spielt verrückt. Oh, jetzt ist er Jimmy Kürbispunch, Love. Schön. Der Roboter ist jetzt betrunken. Das bedeutet natürlich, dass seine Wahrnehmung beeinträchtigt ist. Und das bedeutet, dass wir jetzt wahrscheinlich an ihm vorbeikommen, indem wir so tun, als ob wir die Sekretärin wären. Hi, Jimmy. Schöne Nacht. Und zwar damit. Öffne mir die zweite Tür. Einzige autorisierte Person? Beverly Turns. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau, Oberweite gigantisch. Taille 60, Hüften 91. Identifizierung positiv. Zutritt gewährt. Wunderbar. Dann mach mal auf, Kleiner. Der verträgt ja gar nichts, der Junge. Thank you.
Ja, fast, fast. Gleich hast du's. Geil. Und so bewegte Liz dank des Kürbispunsches Jimmy Love dazu, ihr die Tür zum Büro der Sekretärin zu öffnen. Danke, mein Süßer. Fitzrandoys Villa, Halloween-Abend, Exklusiv-Interview, Big Orbert. Hallo, Orbert. Liz Allaire vom Quiz. Ah? 4 Fragen. 20. Sag mir, warum du in das Büro des Magnaten Fitzrandolph eingebrochen bist. 12. Was hast du in der Hand? 1. Habe ich mir das Gerücht, dass du Kleptomane bist, nur ausgedacht, um dich aus der Reserve zu locken? 4. Hörst du mir überhaupt zu? Pass auf, gib das hier umgehend dem immateriellen Mann. Hast du verstanden? Und beeil dich. Amen, Liz. Das eine Mal näherte sich ihr das Glück. Und dann nur, um ihr ein Bein zu stellen. Obwohl es ihr gelungen war, Fitzrandolphs Büro zu betreten, würde sie Alberts Geheimnis erst auf die Spur kommen, wenn sie die Nachricht las. Ja, und die Nachricht ist ja, die hat er ja dem Roboter gegeben, aber ich habe ganz genau gesehen, der hatte noch einen Notizblock dabei, auf den hat er ja die Nachricht geschrieben und den hat er, glaube ich, in die Hundehütte geschmissen. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall haben wir hier schöne Skulpturen. Ich darf immer keinen Strike auf YouTube kriege hier. Ein bisschen üppig. Mir zu ausladend. Was soll ich mit einer Fruchtbarkeitsgöttin? Och, so dies und das. Ist bei der anderen das Gleiche? Zu viele Kurven. Die ist mir unsympathisch. Dann halt nicht. Was haben wir denn noch hier? Wir können in Beverlys Büro zurück. Den Sessel haben wir, da ist ein Bild, das gucken wir uns mal an. Eva Morte, die dunkle Dame. Sie ist bösartig und unglaublich gemein. Kann man nicht mitnehmen. Aber mich interessiert vielmehr, wer der immaterielle Mann ist. Schöner Leseplatz. Ein verantwortungsloser Mensch wie Dan Murray würde sich hier hinsetzen und... Sport macht müde. So, was ist denn das hier für eine Tür eigentlich? Ach. Sie führt zum Flur. Klar. Nein, ich komme auch durch die andere Bürotür in den Flur. Ja, du könntest aber auch durch diese Tür in den Flur, also los. Ich brauche sie nicht zu öffnen. Jetzt stell dich nicht so an, mach. Ich brauche sie nicht zu öffnen. Das sehe ich anders, mach. Ich brauche sie nicht zu öffnen. Na gut, du gewinnst. So, was haben wir denn noch hier? Einen hässlichen Teppich in der Mitte des Zimmers? Ein Phonograph. Hier ist noch eine... Alter, wie viele Fruchtbarkeitsgöttinnen hat der denn hier? Was hat der denn hier getrieben mit seiner Sekretärin, bitte? Sie ist etwas übergewichtig. Ich will mich nicht mit ihr anfreunden. Ich will mich nicht mit ihr anfreunden. Durch dieses Fenster ist Big Albert entkommen. Garten, Bootssteg und am anderen Seeufer das Filmstudio. Das würde mir nichts nützen. Bah, Mann. Hier mit dem Schreibtisch kann ich erstaunlicherweise gar nichts machen. Bleibt nur noch dieser Phonograph hier. Merkwürdig, dass Fitzrandolph so ein altes Modell benutzt. Letztendlich finanziert er die Erfindungen von Professor Fly, der viel modernere Phonographen gebaut hat. Na, der wird schon seine Gründe dafür haben. Wenn ich Musik anmache, muss ich tanzen. Aber nach dem Gelächter auf der Party habe ich gar keine Lust mehr. Ach bitte, für mich. Komm schon. Ich werde keine Musik anmachen. Ach, ich werde ja keine Musik anmachen. Die ist langweilig. Aber wir haben ja hier eine Kurbel. Und Fotografen zieht man ja mit Kurbeln auf. Das scheint sogar zu funktionieren. War das im angrenzenden Büro? Oh Gott, wenn ich mir die Musik so anhöre, mir schwant Schlimmes. Ach, du... Kann ich das nochmal kurbeln hier? Ich möchte mir erst das andere Büro ansehen. Das normale Büro quasi. So, aus purer Neugier, wisst ihr? Was haben wir denn hier so? Wir haben hier eine Rüstung. Vielleicht hat Fitzrandolph sie aus einem seiner Filme mitgenommen. Ja, vielleicht. Die bekäme ich nicht vom Fleck. Und wozu auch?
Na, um sie mitzunehmen natürlich. Na gut, ein Radio. Seit meiner Zeit als Praktikantin bei JFKO aus Los Angeles ertrage ich keinen Rundfunk mehr. Oh, das musst du mir jetzt näher ausführen. Der Chef? Phonograf. Die Sekretärin? Radio. Es gibt doch noch Klassenunterschiede. Ich möchte es aber nicht. Ach, Mann. Nichts darf man hier, das ist... So, und mit dem Schreibtisch können wir auch nichts machen. Ich in letzter Zeit schon wieder so viel. Es tut mir leid. Ich möchte das doch eigentlich gar nicht. Na gut, dann zeig mal die Höhle des Abschaums, die sich in diesem Büro versteckt hier. Ach du Scheiße. Fitz Randolph ist doch ein Fuchs. Wenn er die Kurbel des Phonographen einmal dreht, rotieren der Tisch, ein Teil des Fußbodens, die Wand und dann kommt das zum Vorschein. Pass auf, Liz. Das rosa Bett. Fitz Randolphs schmutzige Unterwäsche. Exklusiv von Liz Allaire. Ach, vergiss es. Die Skandalpresse interessiert mich nicht. Nein, aber hier hängt auch ein Höschen jetzt hier runter. War das da vorher schon? Die Lampe, ich glaube, die Blumen standen da vorher auch nicht. Hier hat sich ja quasi alles geändert. Außer der Rüstung. Was mag die alles gesehen haben? Da möchte ich lieber nicht zu sehr drüber nachdenken. Gut, wir haben hier ein Bett und ein Regal. Hier diktiert Fitz Randolph seiner Sekretärin also Briefe. Nur die langen. Die ganz langen? Auf gar keinen Fall. Du legst dich schlafen und wachst als Hannah Montana auf. Ein Eiswürfelbecher, eine Zange und eine Dose Kaviar. Mitnehmen, mitnehmen. Alles mitnehmen. Die teuerste Sorte Kaviar. Meine Schwester Anne-Marie, die Kluge, benutzt sie auch, um Häppchen zu machen. Häppchen? Das möchte ich mir bitte nochmal genauer ansehen. Vor allem hier auch den Flachmann. Richtiger Baseball-Freak anscheinend, der gute Dan. Fitz Randolph und seine Sekretärin wissen sich zu verwöhnen. Moment, produziert und geparkt für den Export. Wissen sich zu verwöhnen. Russischer Kaviar. Na gut, dann gehen wir jetzt mal nach draußen in den Garten. Ich möchte nämlich diesen Notizblock haben. Oh, der ist fertig in der Welt hier. Vielleicht ist ihm das Essen nicht bekommen. Können wir mit ihm noch sprechen? Ist der überhaupt noch ansprechbar? Von so einem bisschen Kürbispunsch, weißt du? Hi, Jimmy. Du bist meine beste Freundin. Ich hab dich so doll lieb. Oh, jetzt ist er mein bester Freund. Ach, das ist ja süß. Wo will er hin? Ich denke mal, die Gorillas werden uns nicht durchlassen. Dann gehen wir einfach mal hier hinterher. Die Animationen sind so ein bisschen starkselig. Ich habe übrigens geguckt, ich kann auflösungs- und grafiktechnisch hier absolut nichts verändern und umstellen. Oder ich bin blind. Auf jeden Fall, wir müssen das so hinnehmen, wie es ist. Dort sind Tobi 3 und der Notizblock, den Dick Albert wegwarf, nachdem er das Blatt für Phil rausgerissen hatte. Und wie kommen wir daran? Wenn ich den Notizblock kriegen möchte, muss ich mir was einfallen lassen. Eins ist klar. Sollte ich jetzt meine Hand hineinstecken, bleibe ich für immer ohne. Bestimmt. Mit anderen Worten, der Köter hat Hunger. Dann präsentieren wir ihm einfach mal den schönen Kaviar. Und das heutige Zauberwort lautet... Kaviar. Was zur... Obwohl die wirkliche Magie ist, dass hier etwas Geschriebenes zu finden war. Was war denn das für ein Hund? Was ist das hier, mein kleiner Horrorladen?
Gut, aber die eigentliche Magie, wie sie schon sagt, ist, dass hier etwas Geschriebenes zu finden war. Big Orbert hat auf dem ersten Blatt leichte Furchen hinterlassen. Ja, ja. So kann ich hierauf nichts erkennen. Nee, wir brauchen einen Bleistift. Wo kriegen wir den her, ist jetzt die große Frage. Sowas hat man ja normalerweise im Büro. Habe ich da schon wieder was übersehen? Ja, Pixeljagd, meine allerliebste Beschäftigung. Vielleicht bei ihm im Büro direkt? Geh doch mal da rein, Mädchen. So. Die Tür will sie ja nicht. Hinten bei den Schreibsachen ist auch nichts weiter. Oh, diese Pornomucke geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ich schalte die jetzt erstmal wieder aus. Und in dem Moment hört sie auf. Das ist typisch. So. Ich dachte, ich hätte da gerade was gehört. Ich glaube, ich habe auch was gehört. Ich muss gleich, glaube ich, mal nach meiner Katze gucken gehen. Wird nur noch kurz. Hier sind doch Bleistifte. Na klar. Nee. Guck erstmal. Bleistifte. So ein Glück. Da hat noch niemand drauf herumgekaut. Yippie. So. So. Da bin ich wieder. Und die Katze, von der ich eben noch gesprochen habe, fetzt wieder hier an meiner Einrichtung rum. Ja. Die hat tatsächlich an der Tür geklopft. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme gehört hat. Ich habe eben ganz kurz Pause gemacht, habe die ersten mal reingelassen. So, und jetzt benutzen wir den Bleistift mit dem Notizblock. Ich möchte nämlich wissen, was Big Albert da geschrieben hat. Zum Lager, schnell! Was für ein Lager. Als sie endlich herausbekam, was Big Albert geschrieben hatte, eilte Liz in Richtung Fitzrandolphs Lager auf der Rückseite der Villa. Auf zum Lager! Hoffentlich sind Big Albert und der immaterielle Mann noch da. Oh oh. Leise. Immaterieller? Die ihm das angetan haben, kommen wieder. Hilf mir. Ja, selbstverständlich. Aber wie? Den wichtigsten Teil haben wir schon gut verwahrt. Begraben wir nun den Rest. Lichter aus.